Ungünstige Temperatur, verringerte Arbeitsgeschwindigkeit. Temperatur, Lüftung. Zu wenig Stahl, glaube ich nicht. Tag den Stahl erstmal runter. Da hast du nämlich parat, wenn du das Ding gleich aufbauen musst. Ihr geht zu oft hier rein und raus, ihr scheiß Penner. Entschuldigung. Aber ist so. Ja, und die hängt hier nämlich in der Kälte. Boah, lass doch das Krankenbett Krankenbett sein. Ja, ihr seid angepisst, dass ihr hier wart. Ist doch egal. Ist doch eh alles kacke. Mir fällt gerade ein, ich kann gar nicht den Ausbau machen nach hier oben, weil hier das Sumpfgebiet ist. Da kann ich ja nicht drüber bauen. Das muss ich erst trockenlegen. Oh, ich bin der Letzte, der Bergbau macht. Stimmt, Jorde ist tot. Toll, Nahkampf 3. Was hatten sie gesagt? Die wollen Tunnel graben. Wo sind die überhaupt? Da. Ja, da könnt ihr gern zwei Tunnel graben. Voll der gute Zeitpunkt, Proof, um die Silberader abzubauen. Haben wir Stopp, ja. Wo ist meine Verteidigung? Ich möchte gerne hier vorne... vier Sandsäcke hinbauen.
Wo bleiben die? Irgendwie fehlen da zwei. Oh, da kommt der Kepler-Satellit. Hä? Haben wir eine Granate getroffen, die an ihm dran war? Ich habe das Gefühl, die KI verkackt gerade. Und warum schießt ihr nicht mehr auf den? Ach so, weil er kommt ganz von der Seite. Und da kommen wir gerade noch nicht ran. Jetzt hauen die wieder ab. Jetzt kommen die wieder. Ey, ihr habt den gerade einen Kopfschuss gegeben und jetzt schmeißt er eine Granate auf euch. Wollt ihr mich verarschen? Weg da! Puff, du hast eine Granate in deiner Fresse. Geh da weg! Aber gefühlt vergeht die Zeit super langsam und es ist sogar wirklich so. Boah, ich weiß, dir geht's nicht gut, Proof, aber du musst jetzt diese scheiß Heizung hier bauen. Bergbau müssen wir erstmal drauf verzichten. Toll, hast direkt verkackt beim Heizungsbau. Ihre Nase wurde abgerissen im Kampf.
Kann ich durch irgendwas noch Energie erzeugen, ohne dass ich dafür... Bauteile brauche? Nein, natürlich nicht. Ich werde ihn übrigens nicht rekrutieren, ich lasse ihn nachher über die Grenze gehen. Für eine friedliche Koexistenz zwischen mir und den Nachbarn. Eines Tages. Mo hat, glaube ich, ein Kunstwerk fertiggestellt. Wo steht's? Da. Autor Victor Mo Eidemar. Titel Ozean. Schwarz. Diese Statue trägt ein Kunstwerk von Alias Sparkles Orchard, wie sie als letzten Ausweg in rasender Wut verfällt. Eine einzelne Träne läuft über ihr Gesicht. Das ganze Bild ist sorgfältig aus hunderten kleinen Figuren der Art Kamel zusammengestellt, während der Darstellung sowohl Freundschaft wie auch Fröhlichkeit fehlt. Die Illustration erzählt die Geschichte von Sparkles, wie sie Amok lief am 2. September 5501, als wir sie gerade in die Kolonie aufgenommen haben. Schön, der Kälteeinbruch ist rum. Warum behandelt keiner seine Wundinfektion mal? Ich meine, der soll nicht sterben, der soll schon noch überleben. Das sieht ganz gut aus. Wenn sie stirbt, kann ich eigentlich den bionischen Fuß abnehmen und für mich verwenden. Ich produziere davon so viele, bis ich 10 habe. Sehr hungrig. Und warum versorgt dich keiner? Na, da ist es doch. Da hat der gute Proof doch mal Essen vorbeigebracht. Ist doppelt so wahrscheinlich, dass sie eine Schlägerei anfängt. Verweigert geistige Arbeit.
Apokalypse-Überlebende und Kurier. Aber ist halt Ambrosia-süchtig, ne? Und Ambrosia kann man, glaube ich, nicht selbst anpflanzen. Das kann mal sein, dass man das findet. Deshalb, ich lass ihn einfach gehen nachher. Hat Mo schon wieder sein nächstes Kunstwerk fertig? Nein, noch nicht. Kommt noch. Eigentlich soll er keine Kunst machen. Der blockiert nämlich mein, an sich sollte Sparkles die Kunst da machen. Aber Mo hat einfach irgendwann angefangen. Und ich will es jetzt auch nicht abbrechen, weil dann ist das halt für den Arsch, die Zeit, die da rein investiert hat. So, Larissa ist untätig, weil Forschungsstation abgeschaltet. Und andere Sachen. Keine Materialien? Stimmt. Geil, ich bin auch der Letzte, der Waldarbeit machen kann. Alle anderen machen das einfach nicht. Boah, nur mit Versagern unterwegs, ey, das ist unglaublich. Hast du ausgeschlafen, Proof. Jetzt, sehr schön. Dann kümmere dich mal bitte nicht um Bausachen. Schalten ist okay. Pflege ist ja auch hoch eingestellt. Du sollst jetzt diese ganzen Holzsachen abreißen. Feldarbeit ist 2 bei dir. So, fäll die Kiefern. Ich fasse es nicht. Jetzt trägt er sogar eher Sachen anstatt oben. Ach so, ach scheiße, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe ja die Beschränkungen angeschaltet. Vorhin, damit die nicht weglaufen, wo der Angriff war. Moment, nee, den schmeißt du weg. Den Klumpen da, Mo.
So, keine Bauteile zum Ersetzen. Ja, mach jetzt noch mehrere Störungen. Ich weiß, du willst gerne diesen Sandstein da vorne abbauen. Ich muss mal eben pausieren. Da oben sind auch Bauteile. Und du Schwarzwassersüchtiger, bist alles gut bei dir? Warum sollte nicht alles gut bei mir sein? Unkraut vergeht nicht und Imperatoren sowieso nicht. Sind alle scheiße von der Distanz her. Ey, ich priorisiere das Abbauen von dem Ding. Was macht der? Der geht zurück und will den Sandstein abbauen. Und Spiel, komme jetzt nicht damit, dass hier irgendwo irgendein beschissener Wolf oder was auch immer aus der Ecke rauskommt. Geil! Du verdammter Arsch! Du gehst jetzt dahin und baust das Ding aus. Du ruhst dich nicht aus und wenn du hier draußen im Nirgendwo einfach nur umkippst. Du Arsch! Ja, dann verpiss dich doch, ey. Lass es doch sein. Geh zurück ins Bett, pennen. Ist mir jetzt auch egal. Unsere Nahrung geht ja nur kaputt und wächst nicht weiter. Wenn du dann verhungerst irgendwann, ist es so. Wo ist die zweite Sandsteinskulptur? Mo hat. Ah, nee. Doch, Mo hatte eine weitere produziert. Mag-10 Hemp. Das ist Hanf, ne? Plus Steel Threads Mag-20 Blended Leathers. Nicht gewollte Kleidung. Das aus... Ach so. Nee, das ist aus Rauchblatt. Was ist das hier? Raw Devil Strand. Mag 20 Clothes. Was für ein Skill braucht er denn dafür? Einfacher Stoff gewebt aus Fasern. Die Beschreibung der Skulptur haben wir uns vorhin angeguckt. Ach, hier unten ist die zweite. Auf dieser Arbeit ist eine Darstellung von Heiß die Roulette spielen.
ein totes Nachtigall taucht auf rechts von der Hauptdarstellung, wobei die gut ausgeglichene Struktur des Bildnisses beinahe dem sinnlichen Stil zu widersprechen scheint. Neurotisch, verweigert geistige Arbeit, ist schon wieder ein Handwerker. Der nackt ist. So geil, ey, der wird irgendwo hingehen, was abbauen und dreht dann um und geht wieder zurück. Hä? Was? Warum war ein Händler für exotische Güter da, den ich nicht mitbekommen habe? Gibt es irgendwann wieder einen Civ 6 Community Stream? Kann passieren. Okay, wir nehmen ihn mit rein. Hast du die Möglichkeit, irgendwelche Kleidung? Okay, du ziehst die Teufelsgarn-Kleidung an. Okay. Na, das bin ich. Genau, schlaf und ruh dich aus, bis du vollständig erholt bist. Dann kannst du anfangen, dich deinen Handwerkstätigkeiten zu offenbaren. Ist was schöner, als Baumwolle direkt zu Stoff wurde, wenn man es abgeerntet hat. Ah, sehr schön. Händler für exotische Güter. Da können wir Bauteile kaufen. Und wie ich das richtig gesehen habe, hat Sparkles gerade Bauteile von hier oben geholt. Schnell, renn zu Emma hin! Oh, dankeschön! Schmaestro für den Support. Für die Spende. Danke sehr. Du sollst aber lieber auf die Party gehen, anstatt RimWorld-Stream zu gucken.
Ah, guck mal, die gute Marmorskulptur hier. Das hat Sparkles erstellt und das bringt wirklich 130. Und die haben nur 6 Bauteile dabei. So eine Scheiße.